Weindegustation mit Winzerpersönlichkeiten und mit einem anschließenden sechsgängigen Winzer-Galadiner. Das hört sich doch sehr gut an. Stattgefunden hat diese Veranstaltung im Schloss Fuschel, die letzte Station von Döllerers Winzertour. Rund 200 Weine der österreichischen und internationalen Winzerelite präsentiert auf Döllerers Winzertour durch Österreich in der Remise des Schloss Fuschel. Das ist das Ende unserer Winzertour, die wir in Kitzbühel Anfang April gestartet haben. Da waren wir in Lech, gestern am Wörthersee und jetzt unser Abschluss, jetzt schon seit zum dritten Mal hier in Fuschel am See im Schloss Fuschel. Und dort wird fleißig verkostet und notiert. Denn bei so vielen ausgezeichneten Weinen heißt es Überblick bewahren. Es ist beeindruckend, die Spitze der österreichischen Winzer versammelt zu haben und alles nebeneinander kosten zu können. Vor allem, man sieht immer wieder auch neue Dinge. Ich trinke gerade einen Apfelchampagner von Resetbauer, etwas, was ich bisher nicht kannte. Bei den Weißweinen ist der ausdrucksvolle, fruchtige 2012er Jahrgang, der gleichzeitig mit viel Eleganz und Frische den Gaumen der Verkoster erfreut, aber auch die Topweine aus 2010 und 2011, die längere Zeit zum Einbinden der Gerbstoffe benötigen, interessant. Ein König unter den Rebsorten und ein toller Essensbegleiter, Pinot Noir. Ja, wir präsentieren gerade, also aktuell den Jahrgang 2010. 2010 war jetzt nicht unbedingt das Riesenjahr, sage ich jetzt mal. Also es war eher kühl und regnerisch. Wobei ich sagen muss, speziell beim Pinot war das eigentlich doch spannend. Man muss den Pinot auch immer ein bisschen so outstanding sehen im Vergleich zu den anderen Rotweinen. Also wenn es ein bisschen kühler wird, ist meistens ein schönes Pinot. Ja. Und genauso war es 2010. Die 2010er sind wirklich ganz typisch von der Frucht her. Ein bisschen leichter, ein bisschen eleganter. Aber es muss ja nicht immer alles 14,5 Volumenprozent oder mehr haben. Es genügt ja 12,5 und 13 auch. Es soll ja auch einen Trinkspaß bereiten. Und da sind die 2010er natürlich ganz hervorragend prädestiniert. Nur einen Wein präsentiert Tinotta dei Pianali. Aber dafür wird der Coronato in den Jahrgängen 2007 bis 2010 verkostet. Man sieht, dass der Wein eben jahrgangsabhängig ist, was in den Jahreszeiten so geschieht. So sind zum Beispiel 2010 und 2008 eher etwas kühle, frische Jahrgänge, während 9 und 7 sehr sonnige Jahrgänge waren und wir weitaus mehr Fruchtnoten im Wein vorfinden können und eine geschmeidigere Fülle, Eleganz. Und wie beschreibt der Fachmann diesen toskanischen Spitzenwein? Sehr dichte Beerennoten, dunkle Beeren, also Waldbeeren, man findet die drinnen. Man hat auch das Typische in der Toskana, die Kirschen, reife Kirschen, nicht so wie bei uns in Österreich, wo es nicht so heiß manchmal ist. Säurelastig und am Gaumen sehr stoffig, sehr dicht, intensiv und eine sehr angenehme Holzeinbindung und Karamellnoten, was den Wein sehr harmonisch macht und sehr rund macht und sehr weich macht. Das heißt, man macht ihn auf, man trinkt ihn und hat Spaß daran, vom ersten Schluck bis zum letzten Glas. Man muss nicht lange warten, den Wein zu trinken, sondern man macht ihn auf und genießt ihn. Genießen und herausfinden, welche Weine sich am besten zur gehobenen Küche eignen. Beim sechsgängigen Galadiner, zubereitet von Küchenchef des Hauses Thomas Walkensteiner, gibt es die passenden Antworten. Und welche Jahrgänge sind letztendlich die besonderen? In den Keller legen würde ich 2010, trinken im Moment 2008, warten ein paar Jahre mit 2007 und 2009 beobachten. Das kann ganz groß werden. Danke für diesen Tipp. Und nachdem ja bekannterweise im Wein die Wahrheit liegt, dürfen wir uns über die kommenden Spitzenweine freuen.